Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games and Check Hardware. Heute präsentiere ich euch die neue Asus ROG Gladius 2. Das ist, man sieht ja schon, eine Gaming-Maus und das ist auch logischerweise ein Nachfolgermodell. Es gab nämlich schon eine Gladius 1, die ist ungefähr vor 1,5 Jahren auf den Markt gekommen. Jetzt gibt es die Gladius 2. Da wurden ein paar Veränderungen, Verbesserungen vorgenommen und die werde ich euch jetzt hier im Video auch verraten, welche das genau sind. Fangen wir wie immer an mit dem äußeren Erscheinungsbild, mit der Verarbeitungsqualität. Die Gladius 2, ihr seht ja schon, die Farbgebung ist sehr nüchtern. Dunkelgrau, schwarz, passt aber auch, denn wir haben eine anpassbare RGB-Beleuchtung, Mausrad, Logo und Unterseite lassen sich beleuchten und wirklich, da ist der komplette RGB-Farbraum einstellbar. Es gibt auch verschiedene Beleuchtungsmodi, das heißt, ihr braucht keine Angst haben, die Maus sieht auch im Finsteren sehr hübsch aus. Ansonsten vielleicht ganz kurz die Maße, wem es interessiert. Breite 67 mm, Höhe 45 mm, Tiefe 126 mm, heißt die Maus eignet sich auch für Leute mit etwas größeren Händen. Der Nager bringt 110 Gramm auf die Waage, das Gewicht lässt sich nicht anpassen, sieht man auch hier an der Unterseite, es gibt hier keine Gewichtsanpassung. Das Gewicht ist aus meiner Sicht absolut okay, klar, ich bin auch ein Fan von den etwas leichteren Mäusen, die so nur 90 Gramm haben, aber 110 Gramm finde ich auch sehr okay, weil es gibt ja auch viele Leute, die etwas schwere Mäuse haben. Ich finde, mit 110 Gramm hat man so ein gutes Mittelding, ja, also nicht so schwer, aber auch nicht so leicht. Die Maus wurde komplett aus Kunststoff verarbeitet, macht einen superwertigen Eindruck, die Spaltmasse sind alle gleichmäßig, wenn man die Maus in der Hand hat, da knarzt und wackelt nichts, also genau so, wie man sich eine hochwertige Maus vorstellt. Das sieht man auch spätestens dann, wenn man unter den beiden Haupttasten nachschaut, da sind nämlich Omron-Schalter verbaut, mit einer extrem hohen Lebensdauer, nämlich von 50 Millionen Klicks. Und jetzt gibt es auch noch eine, wie ich finde, eine sehr coole Geschichte. Man kann nämlich die Switches, die Omron-Schalter unter den Maustasten austauschen. Das ist nämlich ein besonderes Feature, der schon damals von der Gladius 1, das wurde natürlich jetzt auch bei der Gladius 2 übernommen. Man kann also die Omron-Schalter tauschen. Im Lieferumfang sind auch zwei Schalter enthalten, die man auch schon tauschen möchte. Wenn man möchte, kann man die schon tauschen. Die Schalter haben auch ein bisschen unterschiedliche Charakteristiken. Das könnt ihr dann bei uns im schriftlichen Testbericht noch mal ein bisschen nachlesen, wo da die Unterschiede sind. Und grundsätzlich könntet ihr euch Omron-Schalter bestellen und so die Maus ein bisschen an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Wird wahrscheinlich kaum jemand machen. Trotzdem finde ich es cool, dass man austauschbare Omron-Schalter dabei hat. Denn wenn mal eine Maustaste irgendwann einmal streikt oder ein Schalter nicht mehr richtig funktioniert, weil er zum Beispiel verdreckt ist, dann hat man die Möglichkeit, die eben ganz einfach auszubauen. Wie das funktioniert, das werde ich euch auch im schriftlichen Bericht nochmal zeigen. Ihr habt hier nämlich, sieht man auch schon, vier so Abdeckungen. Wenn man die runternimmt, sind da Schrauben drunter, dann kann man eben diesen ganzen Bereich abnehmen. Und so kommt man dann zu diesen Omron-Schaltern. Also der Tauschvorgang ist jetzt nicht so extrem aufwendig. Und wer sich jetzt die Frage stellt, hey, wo ist eigentlich das Mauskabel? Ist das eine kabellose Maus? Nein, die Gladius 2 ist nicht kabellos, aber sie hat austauschbare Kabel im Lieferumfang enthalten. Das ist Nummer 1, ein gummiertes Mauskabel. Und das ist Nummer 2, ein textilummanteltes Kabel. Das lässt sich ganz einfach hier dann anklippen. Moment. Ah, habe ich so. Ah, der klassische Vorführeffekt halt. So. Steckt schon drinnen. Und schon könnt ihr die Maus am PC anstecken. Warum zwei Mauskabel? Ganz einfach, weil die Mauskabel auch eine etwas unterschiedliche Länge haben. Wir haben hier knapp 1,82 Meter. Textilummanteltes, das gummierte ist nur 1,2 Meter lang, hat halt eben diesen Vorteil, wenn man den PC zum Beispiel am Tisch hat oder sehr nah an sich dran, gibt es viele Leute, die einfach keinen Bock haben auf ein super langes Mauskabel und für die gibt es dann eben dieses gummierte Kabel, da stört es auch eben nicht, wenn es gummiert ist, weil es eben so kurz ist und wer ein etwas längeres Kabel braucht, weil der Rechner am Boden steht oder hinterm Schreibtisch, für den gibt es dann eben das stoffummantelte, textilumflochtene Kabel, das etwas länger ist. Finde ich auch ebenfalls eine sehr coole Geschichte, vor allem sollte mal das Mauskabel beschädigt sein, kann man im Notfall auch ein Ersatzteil ordern bei Asus.
Gut, kommen wir zu den technischen Merkmalen. Ich drehe mal die Maus um, ja, damit man auch ein bisschen was von der Unterseite sieht von der Maus. Wenn ich jetzt so über die Technik spreche, was haben wir für einen Sensor verbaut? In dem Fall kommt ein Pixart PMW 3360 zum Einsatz mit einer maximalen Auflösung von 12.000 dpi. Die Auflösung lässt sich natürlich in der Software anpassen. Was aber besonders ist bei dem Pixart-Sensor ist, dass wir keine Mausbegradigung oder solche Geschichten an Bord haben, beziehungsweise viele der Features sich auch in der Software ausstellen lassen, was ich immer sehr, sehr wichtig finde. Ja, ich hasse diese Geschichten, wenn eine Mausbegradigung standardmäßig an ist, beziehungsweise ich das auch nicht ändern kann. Das ist hier nicht der Fall, das lässt sich alles anpassen in der Software. Ebenfalls in der Software anpassbar sind die Tasten, also sprich die Tasten sind alle programmierbar. Wie viele Tasten haben wir? Wir haben die beiden Haupttasten, wir haben hier noch eine Taste unter dem Mausrad, das ist ein Zwei-Wege-Mausrad übrigens. Mit der Taste wird man in erster Linie die Auflösung, also die DPI-Auflösung ändern. Und dann haben wir noch an der linken Seite drei Daumentasten, wobei hier eben, sehr interessant ist, die dritte Taste, die unter den beiden Daumentasten ist. Das ist nämlich, ja, ich nenne sie immer liebevoll eine Sniper-Taste, weil mit dieser Taste kann man ganz schnell die Auflösung des Sensors ändern. Das kann man direkt in der Software vornehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Spiel wie Counter-Strike, also CSGO spiele und ich bin Sniper und ich möchte jetzt die Auflösung schlagartig von, ich nehme jetzt einfach mal wirklich ein Beispiel, von 3000 dpi auf 800 dpi runterstellen, dann muss ich das hier nicht über die dpi-Taste machen, sondern ich drücke einfach hier diese Sniper-Taste und automatisch wird die Auflösung reduziert, solange ich diese Taste drücke. Das ist ein sehr cooles Feature, wie ich finde. Gibt es auch bei anderen Mäusen schon, also ist jetzt nichts Neues oder Revolutionäres. Ich finde es halt jetzt nur cool, dass dieses Feature auch bei der Gladius 2 dabei ist. Somit sieht man auch, dass die Maus sich wirklich toll für Shooter-Zocker eignet, ja, also die wirklich ganz schnell die Auflösung ändern wollen, ohne hier die DPI-Taste zu nutzen, und das funktioniert auch wirklich cool, lässt sich wie gesagt alles in der Software anpassen. Also generell lassen sich natürlich auch Makro-Befehle erstellen, das ist alles eben direkt in der Software enthalten, das ist auch sehr übersichtlich, auch die RGB-Beleuchtung lässt sich dort anpassen. Sämtliche Einstellungen, die ich dann vorgenommen habe, kann ich dann auch direkt auf die Maus speichern, die hat nämlich einen Onboard-Speicher mit mehreren Profilen. Also auch das funktioniert einwandfrei. Ja, jetzt natürlich noch zu der großen Frage, was kostet die Maus, ab wann ist sie erhältlich, und ein kurzes Fazit noch. Die Gladius 2 ist ab sofort im Handel erhältlich, kostet ungefähr so um die 90 Euro, das sind so die Straßenpreise, die ich gefunden habe. Also schon eine etwas höherpreisige Maus, aber dafür bekommt man auch eine tolle Ausstattung, und da komme ich auch schon direkt zum Fazit. Die Gladius 2 ist halt echt was für Leute, die sehr viel Wert darauf legen, dass man Sachen tauschen oder ändern kann. Das betrifft jetzt nicht nur das Mauskabel, sondern auch zum Beispiel die Omron-Tasten. Ja? Das ist halt echt ein sehr spezielles Feature. Ich weiß, dass das jetzt auch nicht jeder nutzen wird, aber wenn man eine Maus wirklich lange nutzt und mit der gerne zockt, ihr kennt das alle, es ist halt echt schade, wenn dann irgendwann einmal eine Maustaste nicht mehr funktioniert oder die Befehle nicht mehr richtig angenommen werden. Oft ist es so, dass die Tasten nicht kaputt sind, also die Mikroschalter, sondern dass sie einfach nur verdreckt sind, und dann hat man eben das große Problem, wie kann ich diesen Schalter entfernen, und das funktioniert bei den meisten Mäusen nur extrem umständlich. Hier bei der Gladius 2 habe ich eben diese, funktioniert das super easy, hier schnell die vier Schrauben entfernen, Deckel abnehmen, und schon bin ich quasi im Innenraum der Maus und kann hier ganz schnell Sachen, in dem Fall eben diese beiden Mikroschalter, austauschen oder reinigen, und das finde ich ist ein echt cooles Feature. So habe ich wirklich auch länger was von der Maus. Dazu kommt dann eben auch noch die Geschichte, dass ich eben dieses austauschbare Mauskabel habe, je nach Situation. Wenn ich jetzt eben Notebook-Zocker bin, finde ich es auch angenehm, wenn ich ein etwas kürzeres Kabel habe. Dann natürlich die anpassbare RGB-Beleuchtung. Die Maus ist auch super präzise. Also ich habe da ein paar Tage mit der gezockt. Diverse Spiele, in erster Linie Overwatch, also die ist super präzise. Klar, die wenigsten werden 12.000 dpi brauchen, muss man auch nicht einstellen. Auch auf einer niedrigen dpi-Rate habe ich eine extrem hohe Präzision. Ich habe 50G Beschleunigung. Also das sind echt moderne
präzise Maus, die liegt auch sehr angenehm in der Hand. Ja, ist halt eine Rechtshändermaus, muss man auch ganz klar sagen, also Linkshänder, Finger weg. Und die gummierten Seitenteile, die geben auch einen echt guten Grip beim Zocken, was ich immer wichtig finde. Also auch in hitzigen Situationen rutscht einem die Maus nicht weg. Also alles in allem eine sehr gut gemachte Maus mit einigen coolen Ideen, ja, sogar ein Transportbeutelchen ist noch im Lieferumfang enthalten. Also ihr seht, ein rundum sorglos Paket bekommt man mit der Gladius 2. Dafür gibt es auch von uns eine klare Empfehlung für die Maus. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Gladius 2, rein in die Kommentare damit. Ja, werdet natürlich so schnell wie möglich schauen, dass ich eure Frage beantworte. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und gerne könnt ihr auch unseren YouTube-Channel abonnieren. Dann seid ihr immer am neuesten Stand der Dinge, wenn ein neues Video erscheint. Das war's von mir. Das war's von der neuen Asus ROG Gladius 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.